Hey, hallo YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde zu einem weiteren Kartenbesprechungsvideo, dem sechsten mittlerweile, glaube ich. Ja, es kommen auf jeden Fall noch ein paar interessante Karten, spannende Karten, das ist ganz nett. Und wir fangen an mit einer durchaus interessanten Karte, alleine schon, weil es eine Paladin-Karte ist, die ein Dämon, also Paladin-Dämonen-Karten sind verdammt selten und sieht auch sehr, sehr cool aus, finde ich. Also es ist Lothraxion, der Geläuterte. 5 Mana, 5-5er Stats und Kampfschrei für den Rest des Spiels erhalten eure Rekruten der Silbernen Hand Gottesschild, nachdem ihr sie herbeigerufen habt. Ja, also ein 5 Mana, 5-5er Dämon und diese Heldenfähigkeitstypen, diese silbernen Rekruten, diese 1-1er, die haben dann Gottesschild. Also zum einen, kurzer Einwurf, auch wenn ich mich da nicht auskenne, ich glaube, das könnte eine verdammt starke Karte für Wild sein. Ich glaube in Wild gibt es noch diesen Dude Paladin, wobei ich mir da immer nicht sicher bin. Es gibt ja Odd und Even Decks und eins von beiden ist, glaube ich, das bessere oder eins von beiden ist das, was wirklich gespielt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es Odd oder Even ist, wo der hier quasi, also ob der da reinpasst. Ich lese immer, es müsste ungerade sein, damit es passt und der ist ungerade. Ich glaube, also es haut hin. Insofern für Wild könnte es schon mal eine verdammt gute Karte sein. Das ist ganz kurzer Einwurf. Ansonsten für Standard wird man sehen, aber ganz ehrlich, ein 5-Mana 5-5er ist jetzt ja per se nicht total grausam. Das kann man spielen, es ist nicht so, dass man sich da total schlecht fühlen muss. Und selbst wenn man kein bisschen Support hat, selbst wenn man nicht irgendwie die Heldenfähigkeit supportet oder die irgendwelche Dude-Karten hat, die Heldenfähigkeit zu 1-1ern machen, die Gottesschild haben, das heißt, Sie müssen zweimal getroffen werden, damit sie sterben. Oder beziehungsweise ein Trade reicht nicht. Oder das ist halt schon viel, 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 viel stärker und viel, viel nerviger. Weil ein Gottesschild, ob der Diener 1-1 hat oder ob der Diener 10-10 hat, ein Gottesschild ist immer gleich stark. Braucht immer einen Angriff, egal welcher Härte. Und das in der Heldenfähigkeit zu haben, das würde diese 1-1er schon viel, viel stärker und nerviger machen. Also ich würde fast behaupten, es ist nicht komplett Bullshit oder komplett böse, den zu spielen ohne irgendwelchen Support von Silbernen Hand, weil der auch so einfach okay ist oder vielleicht sogar ganz gut. Wenn man natürlich Karten spielt wie den hier, wobei man jetzt sagen muss, der verleiht einen Angriff und Gottesschild, das Gottesschild wäre dann ja unnötig, ne? Das stelle ich jetzt gerade so erst fest für mich. Das Gottesschild ist dann unnötig und dann ist es nur noch ein Angriff. Also, das ist zwar, der gehört dazu, aber er macht nur Sinn, bevor man den 5-5er gespielt hat. Insofern ist das schon so ein bisschen halb. Aber natürlich auf jeden Fall diese Karte hier. Diese Karte hier, die dann zu der Karte wird, zu der verderbten Karte. Die gehört natürlich auf jeden Fall dazu. Das wäre zum Beispiel so eine Karte, wenn man jetzt für 3 Mana 5 1-1er ruft, die Gottesschild haben, wäre das eine verdammt starke 3-Mana. Also du spielst für 5 Mana, spielst du den Typen mit dem Gottesschild. Der kostet ja 5. Also verdirbt er diese Karte. Und dann spielst du hier unten einen Tag auf dem Jahrmarkt mit Verderben. Und dann rufst du 5 1-1er mit Gottesschild herbei. Kannst du theoretisch auch, wenn du 8 Mana hast, in einem einzigen Turn machen. Das ist schon sehr, sehr stark. Also wie gesagt, für sich stehen 5 Mana 5-5. Und die Heldenfähigkeit halt Gottesschild ist schon nicht per se total kacke. Wenn du dann noch mit ein bisschen Support spielst, oder wenn vielleicht auch noch mehr Support kommt, also es gibt ein bisschen Support mittlerweile in Standard, vielleicht kommt ja noch mehr Support, dann wird er auf jeden Fall richtig gut, wenn dieses Token-Deck gut ist. Wenn es gut ist, dann ist der auch richtig gut. Und eine Sache, die jetzt auch noch auffällt, Menagerie, Enzos, es ist ein Dämon. Also wir haben jetzt schon einen soliden Paladin Dämon. Wir haben einen soliden Paladin Mech. Und wir haben ein solides Paladin Elementar. Also, es gibt jetzt schon ganz, ganz viele solide Paladin-Karten. Das Problem ist halt natürlich, also, oder was schade ist, du kannst halt kein Pure Pala Enzos spielen. Also, du kannst Pure Pala Enzos spielen, aber solange du Enzos in deinem Deck hast, geht es halt nicht. Das heißt, Oder kannst du die Boni nicht nutzen. Das heißt, du musst darauf hoffen, dass du Enzos einigermaßen schnell ziehst und würdest immer das Risiko in Kauf nehmen, dass du es nicht tust. Und ich glaube, ganz ehrlich, das kann man nicht machen, weil das ist viel zu riskant. Insofern kann man Pure Paladin schon mal nicht spielen, aber trotzdem hat der Paladin schon mal ein gutes Repertoire
an Menageriekarten, wo man dann den Finisher in SOS reinpacken könnte. Das kommt auch noch hinzu. Also finde ich eine nette Karte. Gut so spielbar, mit Dude-Support noch viel besser. Kann mit Menagerie gespielt werden. Kann man auf jeden Fall im Paladin gut mit rumspielen, denke ich. So, kommen wir zu einer ganz, ganz crazy Karte. Das Chaos-Karten-Set. Eine Warlock Legendary. Vertauscht Kosten und Angriff aller Diener in eurem Deck. So, das heißt jetzt folgendes. Also, Maligos. Sagen wir, Maligos wäre in unserem Deck. Maligos hat 4 Angriff. Maligos kostet 9 Mana. So, jetzt spiele ich das Chaos-Karten-Set. Maligos ist noch in meinem Deck. Das heißt, Maligos kostet 4 Mana. Maligos hat 9 Angriff. Ist super krass. So, ein weiteres Beispiel. Jaraxxus. Ich habe Jaraxxus im Deck. Jaraxxus kostet 9 Mana, hat 3 Angriff. Ich spiele das Chaos-Karten-Set, während Jaraxxus im Deck ist. Jaraxxus kostet 3 Mana. Jaraxxus hat 9 Angriff. Ja. Ihr seht also, ich weiß jetzt gerade nicht, bei Jaraxxus überlege ich gerade, aber man legt dann ja, nee, du legst keine 9er Waffe an, ne? Du legst immer eine 3-9er, du legst immer eine 3er Waffe an mit 3 Angriff, ne? Ja, yeah, also nein. Ich habe gerade überlegt, ob du mit Jaraxxus dann eine Waffe anlegst, die 9 Angriff hat, aber das, nein, die hat 3 Angriff. Nein. Okay. Also, ihr seht, ganz ehrlich, Leute, ich habe mir nicht jede Combo angeguckt, ich habe mir nicht jede Karte angeguckt, es gibt Seraku zum Beispiel. Seraku, dieser komische Drache, der kostet 8 Mana, hat 4 Angriff, dann kostet er 4 und hat 8 Angriff. Es gibt so viele Karten, mit denen das natürlich gut ist. Diese Karte hat für mich ein paar Probleme. Problem Nummer 1, wenn diese Karte zu langsam ist, also sie kostet halt 6 Mana und macht erstmal gar, also spielt 6 Mana nichts. Ähnlich wie Lunas Pocket Galaxie. Die kostete 7 Mana und du machst nichts. Beziehungsweise als sie völlig OP war, kostet sie 5 Mana. Also als sie völlig, völlig OP war, kostete sie 5 Mana. Aber das wurde dann ja wieder zurückgenervt auf 7 Mana. Und dann wurde sie mit 7 Mana aber immer noch teilweise gespielt. Weil die Leute gemerkt haben, dass die Karte gut ist. Diese Karte kostet jetzt 6 Mana. Ist also genau 1 Mana zwischen der normalen Pocket Galaxie und der... Also der normalen Pocket Galaxie mit 7 und der kurzfristig gebufften Pocket Galaxie mit 5. Genau dazwischen liegt diese Karte. Also... Sie ist für eine Karte, die erstmal nichts macht aufs Board oder auf deiner Hand, ist sie relativ langsam. Das ist erstmal Fakt Nummer 1. Insofern kann es sein, wenn sie zu langsam ist, dass sie niemals gespielt wird. So. Wenn sie aber gespielt wird und wenn sie Meta ist, dann wird sie irgendwelche bescheuerten Kombos aktivieren. Ich meine, allein, ihr habt es ja schon gemerkt, Maligos für 4 Mana. Theoretisch hat der Warlock zum Beispiel immer eine Maligos für 4 Mana. Und dann kann man immer mit Soulfire oder mit Deatherbrace kombinieren. Das zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Und ich will jetzt gar nicht alle Karten durchgehen, die theoretisch möglich sind. Also, wenn diese Karte gespielt werden würde, um zum Beispiel Archwitch Willow, also Willow kostet 8 Mana, hat 5 Angriff. Die kostet dann 5 Mana, hat 8 Angriff. Also, wenn zum Beispiel diese Karte, die gespielt werden würde, um Willow billiger zu machen, oder um andere starke Dämonen billiger zu machen, und es ist ein boardbasiertes Deck, dann würde ich sagen, okay, coole Karte, wenn sie das ermöglicht. Und wenn sie das tut, ist es eine coole Karte. Ich sehe sie aber wieder eher so als Maligos oder irgendwie andere Kacke-Enabler, der dann wieder eine OTK ermöglicht. Insofern freut es mich nicht. Also, entweder ist sie zu langsam und sie wird gar nicht gespielt. Oder wenn sie gespielt wird, gehe ich davon aus, dass es bestimmt irgendeine Form von super, super OTK-Kombo-Gedöns hat. Ja, ich weiß, einige von euch mögen das, ist okay. Leute, ne? Das meine ich auch. Es ist meine Meinung. Sehr subjektiv, wie ich das hier erkläre. Ich mag OTK nicht. Und ich finde, ich mag Warlock. Und ich will den Warlock nicht Zulok spielen und ich habe auch keinen Bock, ihn OTK-mäßig zu spielen. Insofern würde ich mich über Legendaries freuen, die mir erlauben, Warlock anders zu spielen. Und vielleicht, das ist, wie gesagt, das ist die kleine Hoffnung, vielleicht ermöglicht mir diese Karte auch, den Warlock tatsächlich nochmal anders zu spielen und ihn doch so als dicken Big Demon zu spielen, weil die Karte halt auch damit ganz gut funktioniert. Aber ich sehe halt auch die Big Demons noch nicht oder die großen Warlock. Also vielleicht kriegt der Warlock ja noch ein oder zwei große, starke Diener, die viel Mana kosten, aber wenig Angriff haben, mit denen dann diese Karte noch besser wird, dann kann man das besser einschätzen. Aber ja, entweder zu langsam oder sie wird Broken Combos ermöglichen. Also entweder diese Karte kann für mich alles sein. Eine Karte, die niemals gespielt wird, eine Karte, die völlig broken ist und genervt werden muss. Das kann theoretisch für mich, ist das so eine Karte, die alles ermöglicht. Und mit ganz viel Glück liegt sie dazwischen,
ist ein bisschen Meme, aber ist auch nicht total schlecht und man kann damit ein ganz gutes Warlock-Deck spielen. Wir werden es sehen. Hat auf jeden Fall starkes Potenzial in beide Richtungen. Und ist jetzt keine Karte, die ich... weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man sowas braucht. Der boshafte Schlag. Vernichtet einen Diener, kostet einen weniger für jede Karte in eurem Deck, die nicht zu Spielbeginn in eurem Deck war. Ich habe jetzt für die ersten beiden Karten sehr lange schon gesprochen. Insofern nicht, weil das eine Schurkenkarte ist, Leute, aber es ist ein Assassinate. Also im schlechtesten Fall ist es ein Assassinate. Die Karte wird nicht gespielt. Aber diese Karte hat ja noch Vorteile. Also wie gesagt, Assassinate ist keine gute Karte. Die Karte wird niemals gespielt. 5 Mana tötet einen Diener. Im schlechtesten Fall ist sie das. Also diese Karte ist auf jeden Fall schon mal besser als Assassinate. Das lässt sich feststellen. Und für jede Karte in eurem Deck, die nicht zu... Also wenn man in irgendeiner Art und Weise Karten spielt, die Karten ins Deck shuffeln. Und wahrscheinlich kommt da ja auch noch was. Also wenn man den hier spielt... wenn man den hier spielt und man hat den Tod... Und man hat die 3 Kuschelbären noch im Deck, dann kostet die Karte 2 Mana. Also sobald man den hier gespielt hat und der stirbt, kostet die Karte schon nur noch 2 Mana. Und für 2 Mana einen Diener töten ist schon sehr stark. Also wenn in irgendeiner Art und Weise der Schurke ein Deck spielt, mit dem man Karten ins Deck shuffelt, oder er hat auch nur 3-4 Karten, mit denen man Karten ins Deck shuffelt, dann sehe ich die Karte schon als sehr, sehr stark an, weil für 1 oder 2 Mana einen Diener töten, das ist natürlich super krass. Und selbst für 3 Mana wäre es noch okay. Man sieht es beim Krieger. Der Krieger hat eine Karte, die kostet 3 Mana und die wird auch gespielt. Insofern, sobald man sie so auf 3 Mana reduzieren kann, ist sie auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Beziehungsweise kann noch besser werden, wenn man sie auf 1 oder 2 reduziert. Insofern, besser als Assassinate, wenn Karten gespielt werden, die ins Deck geschaffelt werden. Gute Karte, die dann auch mit Sicherheit gespielt werden wird. Oder je nach Schurkendeck gespielt werden wird. Rinlings Gewehr, eine 4 Mana, 2-2er Waffe, eine Legendary, eine Hunter Legendary. Nachdem euer Held angegriffen hat, entdeckt ihr ein Geheimnis und bringt es ins Spiel. Interessante Legendary vom Hunter, die den Secret Hunter so ein bisschen nach vorne bringt. 4 Mana, 2-2 ist jetzt Gott sei Dank nicht so stark, also an und für sich, die Waffe vom Angriff her macht jetzt nicht so viel Damage, das ist schon mal ganz nett. Ich meine, ein Hunter Secret kostet 2 Mana, das heißt, diese Waffe ist quasi 2 Hunter Secrets, also kann man sagen, die Waffe kostet genauso viel wie 2 Hunter Secrets, plus sie hat dann noch die 2 Angriff. Das ist also schon mal ganz nett. Dann hat sie wieder den Vorteil, dass sie Secrets, also sie bringt Secrets ins Spiel, die wirklich Secrets sind. Ich weiß nicht, hat er jetzt Explosive Trap gespielt? Hat er jetzt Freezing Trap gespielt? Hat er Snake gespielt? Ich weiß es nicht. Insofern, es sind wirklich Secrets, wo ich es nicht weiß. Natürlich, beim Hunter kann man oft je nach Situation relativ gut sagen, welches Secret macht Sinn. Aber er kriegt ja auch nur 3, insofern vielleicht kann er das Sinn machende Secret ja auch gar nicht nehmen. Insofern, es sind geheime Secrets, was immer eine ziemlich coole Sache ist. Mana-kostentechnisch passt es eigentlich auch. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass man Secret Support hat, zum Beispiel mit der, hier, Streichelzoo, ruft einen Schreiter herbei, wird für jedes, also du greifst mit der Waffe an, du spielst die Waffe, greifst damit an, suchst dir ein Secret aus und spielst dann direkt den Streichelzoo, weil das Secret ja auf jeden Fall aktiv ist und hast für 3 Mana 6-6er Stats auf dem Feld. Also, wenn es auch nur ansatzweise Secret Support gibt und es noch mehr ganz gute Secret-Karten gibt wie den Streichelzoo, dann kann ich mir die Waffe schon, weil ja, das ist eine Waffe, random Secrets, die situationstechnisch passen, dann noch mit dem Secret Support. Ja, es ist jetzt nicht eine super krasse Karte, denke ich, also übermäßig super stark. Ich weiß gerade nicht, ob der Hunter eine Möglichkeit hat, seine Waffen zu buffen. Also wenn man Waffen buffen könnte, so wie der Krieger es zum Beispiel kann, hätte sie natürlich noch viel größeres Potenzial und viel mehr Wow. Aber da der Hunter, glaube ich, keine Waffen buffen kann, bleibt es dabei, dass es im Endeffekt 2 Secrets sind. Die Karte wirkt recht gebalanced. Also die ist, glaube ich, nicht super scheiße und gerade mit Secret Support, man kann die Secrets sehr, sehr fest, sehr genau festlegen oder dann spielen, wenn man sie haben möchte. Es ist keine schlechte Karte, aber sie wirkt jetzt auch wirklich nicht so, als wäre sie übermäßig stark, oder? Sehe ich das falsch? Ich bin gespannt. Tenvu, der rote Rauch. 2 Mana, 3-2, eine Schurken Legendary. Kampfschrei, lasst einen befreundeten Diener auf eure Hand zurückkehren, der kostet diesen Zug 1. Ja, ganz ehrlich, Schattenschritt ist eine Karte, die echt nervig ist. Und Schattenschritt war schon oft eine Karte, wo ich gedacht habe, die könnte man noch einen richtigen Nerf vertragen. Weil der Schurke damit oft Sachen machen kann, die echt schon ganz schön krass sind.
Ich erinnere damals an Leroy Jenkins. Den gibt es ja jetzt ja nur nicht mehr. Insofern ist das Problem ja Gott sei Dank behoben. Und jetzt kriegt der Schurke quasi eine Legendary, die so ähnlich ist wie Schattenschritt. Ich meine, natürlich ist sie schon anders. Sie kostet 2 Mana, Schattenschritt kostet 0. Insofern, spieltechnisch gesehen, ist sie erstmal langsamer oder schlechter. Dafür hat sie aber Stats, also einen Schattenschritt mit Stats. Du hast einen 3-2 auf dem Feld. Und der Diener kostet auf jeden Fall 1. Das heißt, dieser Diener ist schlechter auf einen 1-Mana-Diener oder dieser Diener ist schlechter auf einen 2-Mana-Diener. Aber ab 4 Mana, sobald du einen 4-Mana-Diener auf die Hand nimmst, ist die Karte besser als Schattenschritt. Und man muss ihn, also er hat natürlich, ist schon anders. Also er kostet, wie gesagt, er kostet 2 Mana. Er hat Stats, aber er setzt auf 1. Das heißt, wenn du einen 8- oder einen 9-Mana-Diener nimmst, oder sagen wir mal 8, weil das könnte man einen Turn spielen, kostet er nur 1. Aber du musst ihn in diesem Zug spielen. Das heißt, 8 geht nicht, weil du spielst den 8-Mana-Diener, spielst dann den, dann kostet der 8-Mana-Diener ja 1, also du kannst ihn nicht spielen. Also eigentlich mit einem 7, also in einem Turn mit 10 Mana würde es mit einem 7-Mana-Diener maximal funktionieren. Also 7-Mana-Diener spielen, Tenvu spielen und dann den 7-Mana-Diener für 1-Mana spielen. Aber ganz ehrlich, ich kann jetzt hier lange rumreden. Es ist eine gut gestattete 2-Mana-Karte mit einem guten Effekt, den man auf Kampfschreie spielen kann. Ja, jeder Art. Du kannst einen 1- oder 2-Mana-Diener nehmen, der dann halt nochmal gespielt wird. Du kannst einen 4-, 5-Mana-Diener spielen. Ich sag nur mal Jundis, du spielst Jundis, dann spielst du den, dann spielst du Jundis nochmal, das wäre 8 Mana. Also für 6, 7, 8, 9 Mana gibt es so viele Kombos, wo man den irgendwie mit einbauen kann. Insofern, ich denke, diese Legendary wird kein Deck. Also, das ist eine Legendary, die baut kein Deck. Oder die macht jetzt keinen Decktypen. Aber das ist eine Legendary, die in jeden Decktypen passt. Also in welchem Schurken, außer vielleicht in dem absolut krassen Aggro-Schurken. Also ein absolut krasser Aggro-Schurke, dessen Curve maximal 4, 5 Mana ist. Mit Waffen, der dir ins Gesicht hauen will. Okay, der spielt den vielleicht nicht. Aber sobald es in irgendeine Value-Richtung geht, wie Galakrond, wie Miracle oder Secret. Herstellungsgedöns, Discover-Gedöns, sobald es irgendwie in diese Richtung geht, ist die Karte wahrscheinlich ein Auto-Include, würde ich sagen. Weil man damit so viel machen kann. Also ja, ich denke, eine sehr, sehr starke Legendary, wo der Schurke schon Einsatz findet und die uns bestimmt auf den Sack geht. Und dann haben wir noch für heute die letzte Karte, Grauzweig. 5 Mana, 4 6er Stats, Spott, Todesröcheln. Verleiht einem zufälligen befreundeten Diener Todesröcheln, ruft Grauzweig herbei. Das heißt, wenn diese Karte stirbt und du hast einen anderen Diener, also du hast 2 Diener, Grauzweig und einen anderen, Grauzweig stirbt, Grauzweig gibt den Todesröcheln auf den anderen Diener. Wenn jetzt der andere Diener stirbt, kommt Grauzweig wieder. Das heißt, du kannst theoretisch einen Infinity Loop an Grauzweigs herstellen, wenn du immer einen zweiten Diener neben Grauzweig auf dem Feld hast. Wenn Grauzweig stirbt und er ist alleine, dann ist es weg und dann ist die Karte natürlich nicht gut. Aber solange Grauzweig stirbt und du hast immer noch einen zweiten, dritten, vierten Diener auf dem Feld, so lange würde die Karte immer und immer und immer wieder kommen. Ist ein interessantes Konzept. Wenn ich ehrlich bin, kann ich die Karte schwer einschätzen. Ist ein interessantes Konzept. Ich würde sie, wenn ich ehrlich bin, jetzt nicht in dem Druiden sehen, wie er im Moment gespielt wird. Also in diesem komischen, in einem Quest-Druiden würde ich ihn nicht unbedingt sehen. Ich würde ihn auch nicht in einem Maligos-Druiden sehen. Ich würde ihn auch nicht in diesem Ramp-Wildtier-Deck sehen, denke ich. Weil dafür gibt es einfach zu wenig Diener. Also im Endeffekt ist es eine gute Token-Druiden-Karte, oder? Also ein Token-Druide, der immer 2, 3, 4 Diener auf dem Feld hat, die recht schwach sind. Dann spielst du den. Und dann musst du gucken. Wenn du dann nämlich nichts hast und du musst den töten, du musst in den reintraden und dann geht das auf einen kleinen 1-1er. Da kommt der wieder raus, dann ist es natürlich schwer. Also diese Karte ist lustig und diese Karte ist auch nicht per se schlecht, auf gar keinen Fall. Aber sie braucht schon ein sehr spezielles Deck. Weil wenn du den dauernd nackig spielst und dauernd der Effekt nicht hochgeht, dann ist die Karte halt sehr, sehr schlecht. Oder was heißt, 5 Mana 4-6 mit Taunt ist nicht sehr, sehr schlecht. Das ist schon okay. Also insofern, die Karte kann man auch so spielen und gerade gegen Aggro-Decks kann man die so spielen und muss sich jetzt nicht total schlecht fühlen. Also wie gesagt, alleine schon, weil die 5 Mana 4, 6 und Taunt hat und sie für sich alleine stehend nicht total grausam ist,
denke ich, dass die Karte eine Chance hat. Und wenn es jetzt noch ein Deck gibt, was der Druide spielen kann, wo man einigermaßen viele Diener spielt und dass man immer oder sehr oft garantieren kann, dass noch Diener neben dem Grauzweig auf dem Feld sind, dann kann man damit vielleicht herumtüfteln. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Karte. Könnte ich mir auch wieder in Wild vorstellen, in Wild, wo es Hadronox noch gibt oder in Wild, wo es noch mehr bessere Taunts und so ein Gedöns gibt und bessere oder andere Druidenkarten. Da kann ich mir, glaube ich, viel Gedöns mit der Karte vorstellen. In Standard reicht meine Fantasie gerade nicht so richtig. Da sehe ich wirklich im Moment, Stand jetzt, am ehesten noch Token-Druide. Weil die anderen Druiden haben so wenig Diener. Die anderen Druiden spielen Diener, die sind dann gebufft und sind dick und fett, aber es ist halt ein oder zwei. Und die musst du sowieso hexen oder schieben oder silenzen oder mit Plage des Todes wegmachen, sonst hast du wahrscheinlich sowieso verloren. Da würde ich jetzt Grauzweig gerade nicht sehen. Also in allem, was im Moment gespielt wird, würde Grauzweig jetzt nicht so reinpassen. Insofern muss da, glaube ich, eine andere Art für Deck von gespielt werden, wo zum Beispiel Token eine Möglichkeit wäre oder halt wieder einfach ein Minion-orientierteres Druiden-Deck. So, wir haben schon wieder 20 Minuten. Ja. Die nächsten Karten sind Legendaries vom Magier. Die nächsten beiden Karten sind zwei Magier-Legendaries. Die sind auch sehr interessant, oder beziehungsweise sehr interessant, zumindest eins davon. Aber da kommen wir dann morgen zu. Vielen Dank fürs Reinschauen. Es waren schwere Karten für mich. Also bis auf den Paladin, da war ich mir noch, also da traue ich mir noch einigermaßen zu, das einzuschätzen. Oder den konnte ich. Aber die anderen fünf Karten, muss ich ganz ehrlich sagen, waren schwere Karten für mich einzuschätzen. Oder fehlt mir, also kann ich schwer sagen, wie stark. Bei der Karte bin ich mir sicher, die ist Deluxe. Und die passt in viele Karten in Decks rein, da bin ich mir ganz sicher. Bei dem ganzen Rest, dem Gewehr, der Warlock Legendary oder auch dem Druid Legendary, kann ich ganz schwer sagen, wie gut oder wie schlecht die jetzt sind. Ich kann sie mir vorstellen in bestimmten Arten von Decks, aber jetzt auch nicht in jedem und auf jeden Fall nicht super Game-Breaking, denke ich. Und doch, die hier, okay. Und die hier, die kann theoretisch schon Game-Breaking sein. Unter Umständen. Die beiden glaube ich jetzt nicht. Okay, Freunde, vielen Dank. Wir sehen uns morgen dann zum nächsten YouTube-Convention. Ja, habt einen schönen Tag. Hey, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lass auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links, auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich Fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.